Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video von mir. Und ich bin bei Steam wieder über was gestoßen, hat gerade grünes Licht erhalten, ist aber noch nicht direkt über Steam kaufbar, nur über den ihre Homepage für 11 Euro. Das sage ich euch mal von vornherein. BeamNG Drive. Also es wird dann ein Fahrzeugspiel, wo die Autos ziemlich kaputt gehen. Und ja, das ist alles noch eine ganz, ganz frühe Alpha. Ihr seht schon hier, danke für den Support, blablabla, weil ich denen ja dafür Geld gebe, dass ich das viel zu früh spielen kann. Da habe ich eine Leidenschaft zu Spiele, die halt noch nicht ganz fertig entwickelt sind, zu zocken. Ja, aber das macht mir einfach Spaß. Okay, ich will euch natürlich nicht lange warten lassen. Geh einmal auf das Team, damit ihr seht. Die Grafik ist sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und hier sind die Leute, die Entwickler. Ich wink den einfach mal, da seht ihr jetzt gerade nicht. Die haben das Spiel entwickelt und wir bieten das an. Es gibt eine Demo. Ich werde alles in der Beschreibung reinschmeißen, wie ihr das Spiel kaufen könnt oder auch die Demo runterladen könnt. Und ja, die Demo bietet halt nicht so viel wie die Vollversion, die ich jetzt gerade habe. Also die frühe Alpha, da oben steht es ja sogar, 0305. Also noch sehr, sehr jung. Und wundert euch nicht, die Grafik, und es gibt noch viele Fehler, aber ich stehe auf sowas. Und freue mich einfach nur, dass ich so ein bisschen mit an der Entwicklung teilhaben kann, indem ich einfach ein paar Euros in der Tasche drücke. Und dafür ihr Spiel spielen darf. Das ist besser als eine Vorbestellung. Ich habe auch ein paar Vorbestellungen am Laufen, wo ich das nicht spielen darf. Das ist immer blöd. Okay, wir haben Optionen. Ihr seht, das noch alles noch ziemlich Alpha. Ne? Also das dauert noch, bis das ordentlich wird. Aber man kann alles Wichtige auf jeden Fall einstellen und richtig schön aussehen lassen. Ich habe fast alles auf Hoch. Und das Team habe ich gerade vorgestellt. Alles klar. Und dann gehen wir einfach mal auf Play. So seht ihr, ein Cliff. Da fällt das Auto, was wir uns auswählen, einfach runter. Dann gibt es noch eine Arena, die ist gerade sogar leer, da fahre ich ganz alleine rum. Ich kann aber auch rausfahren, da kommen Häuser und so. Ein Dry Rock Island, ein trockener Steinland. Ja, da kann man dann halt mit dem Auto ein bisschen rumfahren und Unfug machen. Hier haben wir einfach nur Grid, ne? Da kann man einfach nur fahren, da kann man sonst nicht wirklich viel machen. Zudem kommt dann noch einmal das Grid halt mit ein bisschen Map, wo man ein bisschen Stunts machen kann, da freue ich mich besonders drauf. Schon mal angespielt. Und eine Rennstrecke, schätze ich mal, wie das Industrial Site. Mal sehen, was das da. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Und Small Island. Beginnen werden wir das Ganze nicht mit den Cliff, weil das ziemlich seltsam ist. Ich sag mal, das mache. Dann seht ihr zu viel vom Spiel direkt. Nicht zu viel, aber wir fangen erstmal an mit der Derby Arena. Da steht Arenas. Ich weiß nicht, ob das die Mehrzahl ist, aber das. Ja, kann ja auch sein, dass es mehrere gibt tatsächlich. Die Ladezeiten haben es nicht in sich, also es ist tatsächlich schon sehr gut. Und bitte nicht vergessen, eine ganz, ganz, ganz frühe Alpha. So, jetzt lädt sich das Auto. Das ist das eine Auto, was ich zur Auswahl habe. Erstmal, ich habe natürlich... Jetzt fahre ich einfach mal ein paar Rundchen. Das Spiel achtet sehr doll auf Physik. Das ist ziemlich cool. Wie gesagt, ich kann aus dieser Arena auch rausfahren. Und wenn es mal Multiplayer... Teil davon gibt, denke ich mal, wie das Team viel Action mal sehr, sehr actionlastig, weil ein Fehler und ein Auto ist hin. Oh. Da haben wir eine andere Arena. Ich darf nicht vor der Wand. Die Autos gehen so heftig kaputt. Da werdet ihr gleich in den Cliff sehen, aber das verwahre ich mir für den Schluss. Ihr könnt natürlich auch spulen, falls ich euch auf den Sack gehe. Dann könnt ihr euch das Cliff am Ende angucken. Aber wir fahren mal vorsichtig da rein. Oh. Da vorne habe ich schon... Ah! Schäden. Also wenn man richtig in Crash baut, bleibt von den Auto wirklich nicht viel übrig. Leider noch früher Alpha, logisch. Und man bekommt auch nicht das ganze Spiel in seiner ganzen Pracht. Hier fliegt noch ein Haus. Ich bin eh ein schlechter Fahrer. Ihr kennt vielleicht ein paar andere Rennspiele von mir. Ah! Da seht ihr mal, wie genau die eigentlich sind. Auf I bin ich wieder in der Arena. Kann man ein bisschen tricksen. Und auf STRG und E kann ich mir tatsächlich ein anderes Auto auswählen. Das geht natürlich, glaube ich, in der Demo nicht. Wie zum Beispiel das Fahrzeug in der H-Serie. Kurze Wartezeit. Und dann kriege ich die Karre hier. Oder STRG E. Ja, komischerweise sowas hier. Das kann ich aber auch nicht fahren. Bringt mir nicht viel. Oder... Das sieht nach einer Corvette aus. Wenn es schon Corvette steht. Wow, das ist ein sehr sportliches Auto. Okay, das mal zu dieser Map. Ich gehe mal wieder raus.
Weil die Map ist jetzt nicht wirklich das Spannendste von allen. Geh wieder auf Mauszeiger erstmal finden, wieder auf Play. Und ja, fahr einmal mit euch durchs Island. Das Ganze steuere ich mit den Pfeiltasten. Ich bin ganz, ganz kurz davor, auf meinen Dachboden zu gehen und mein Lenkrad zu holen. Ich habe auch ein Lenkrad und ein Gaspedal. Und das ist aber auf dem Dachboden von der Garage. Und das ist, glaube ich, ganz schon kaputt mittlerweile. Deswegen bin ich immer zu faul, das zu holen. Da spiele ich einfach zu wenig Rennspiele für. Ich hoffe, das klappt alles mit dem Sound. So, und jetzt hat es kurz geruckelt, macht aber nichts. Ich gehe nochmal kurz auf F1 ein. Ihr seht ja schon, das ist ein bisschen auf der Xbox ausgelegt. Ganz zufällig, da ist ein Xbox-Controller. Und die Steuerung durch nochmal, kommt noch viel, viel mehr. Und es gibt halt ganz viele Sachen, die halt so in so einer Alpha halt gibt. Die brauche ich aber jetzt nicht alle ausprobieren. Wie zum Beispiel L. Ne? Das sind so Sachen. Ich gehe die einfach mal ganz kurz durch. Die, mit denen kann ich zum Beispiel gar nichts anfangen. So, da sind sie wieder weg. Ich will mal ein schnelleres Auto haben. Falscher Knopf. So. Und zwar Road Science Civetta Bolide. Was ist denn? Nein, das ist ein Reifenstapel. Den brauche ich auch nicht. So, der sieht doch viel flinker aus. Und ich habe hier Kabel im Weg. Und wenn ihr Glück habt, mache ich jetzt echt mal einen schönen Crash. Oh, muss ich mal was mit der Maus machen ein bisschen. Wie gesagt, früher Alpha. Nicht schimpfen oder meckern, denn das Spiel hat definitiv Potenzial, würde ich sagen. Also Rennspiel auf jeden Fall. Man fährt sich halt blitzschnell fest. Ne? Ich würde mir so noch so Dummies da drin wünschen oder Menschen halt, die Dummies sind. Wenn die auch, die haben natürlich auch Verunfall mit. Haftung nimmt das Spiel dann so ernst. Ihr seht schon den Schaden, der entsteht wirklich da, wo man auch wirklich ansteht. Und ab ins Wasser. Oh ne, gib einfach nur Gas. Noch fährt, schon ein Weltwunder. Oh, da sind wir wieder zurück. Mit I. Und fahr einmal kurz in die andere Richtung. Ich will ja nur ein kurzes, ganz kurzes Testvideo davon machen, um euch das einmal näher zu kriegen und zu zeigen. Vielleicht ist ja einer ja oder andere auch gewählt, das einfach mal anzuspielen und den, ja, ihr könnt ja auch die Demo runterladen oder das zu kaufen und den Entwicklern ein bisschen unter den Arm zu greifen. Sind ja nicht wirklich viele, hat man ja gesehen. Aber das Spiel ist schon etwas länger auf dem Markt. Es gibt auch schon einige Videos davon, aber ich lasse mich trotzdem ermutigen und mache trotzdem eins. Und da sind wir festgefahren. Ich springe direkt in der nächsten Mission, nenne ich es einfach mal. Das wäre jetzt hier Grids, aber da fahre ich wirklich nur auf Linien. Das war's. Naja, das wird schon ein bisschen spannender. Das habe ich schon mal benutzt. Das ist auch auf den Grids, aber ja, dafür haben wir da ein paar Hindernisse. Was heißt ein paar? Guck ich das mal an. Das ist, wenn ich bin schon mal in den Tunnel da reingefahren, das ist ewig lang. Also die Grafik wird ein Hammer. Ich glaube CryEngine ist das. So, ich will natürlich wieder die bisschen schnellere Karre haben. Oh, hier haben wir eine ganz andere Auswahl. Offroad, Sport. Sport hört sich gut an. Ja gut, das ist ja einfach so schneller. Gar keine Bodenhaftung. Und da seht ihr schon mal ein bisschen die Grafik. Boah, die Physik. Boah, runter hier. Ein bisschen mit der Maus spielen. Und hier könnte man sich, wenn man furchtbare Langeweile hat, ein bisschen dran üben. Oder ich mache einfach das, was ich am besten kann. Und Crash. Gut, das Auto liegt auf der Seite. Er liegt das hier auch wirklich auf der Seite. Macht aber nichts, wir können es ja uns neu porten.
da so ein paar Übungsstrecken, die man halt sehr schwer... Ah ja, das ist darauf ausgelegt, auf so ein Pickup hier. Deswegen kriege ich auch nur ein Pickup. Ich versuche es einfach mal. Treppen fahren. Kommt mit dem echten Auto auch noch nie gut. Wir lassen auch überall unsere Reifen spuren. Nein, nein, nicht sehen. Oh oh. Unglaublich. Boah. Gehen in einen Tunnel. Boah, ist da alles so komische Gebilde. So. Ich fahre hier mit Speed hier durch. Boah. Da habe ich mich eingekeilt. Das war's, Dicke. Macht aber nichts. Ihr habt es ja gesehen, ich wollte ein kurzes Video nur machen, deswegen springe ich direkt wieder weiter und zu den Punkten, wo ich noch gar nicht war. Und zwar die Rennstrecke. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das auch eine Rennstrecke ist. So, hast du schon länger geladen. Natürlich will ich da nicht so eine lahme Karre haben. Mal gucken, was wir hier bekommen. Ja. H-Serie. Road Signs. Die Karre nehmen wir wieder. Ah, mit der Maus ist doch so eine Sache. Lässt sich da so schlecht fahren. Und auf Wasser erstmal recht. Das macht nichts. So. Das machen wir von vorne. Boah, ich kann man. Der ist viel zu schnell, also viel zu viel Power. Ich bin auf der Straße. Hier führt einfach noch ein Weg lang. Gelände. Oh ja, die Map, die wir jetzt in sich haben, schätze ich mal. Das wird ein verdammt gutes Spiel. Wenn es dann fertig ist. Jetzt bin ich aber schon mit Autos. Ich habe auch mal eine Demo gesehen, da ist ein Flugzeug geflogen tatsächlich. Also wird hier wesentlich mehr als nur Autos geben. Okay. Letzte Level und dann haben wir natürlich noch das Cliff vor uns. Gut, da war ich glaube ich schon mal drauf. Das ist dasselbe wie das andere. Die erste Rumfahr-Map. Nee, nee, ist eine andere doch. Also ein schöner Herbst. Vogelgezwitscher dabei. Oder das ist gerade wirklich draußen, was glaube ich nicht bei dem Wetter. Und dann kann man hier so eine Spritztour machen. Das ist natürlich ganz gemütlich. Wie immer.
ein 4x4 antreten ist. Blechschaden entstanden. Sieht aus wie Afrika oder sowas, ne? Das ist der grüne Tür. Ich glaube, es ist ein Arsch. Ja, es ist eine Fritten. Wird nicht schlimm sein, weil ich drücke einfach I. Aber komm jetzt dann auch mal zum Ende des Videos und sag einfach mal, nicht vergessen, es handelt sich um eine Alpha-Version, die nicht dafür ausgelegt ist, dass man jetzt ein mega Gameplay hat. Man kann es halt mit austesten und das macht einfach einen riesen Spaß. Okay, wir haben auch nichts mehr. Dann kommen wir jetzt mal auf dem Cliff. Da will ich ein, zwei Autos mal mit euch runterpfeffern und mach einfach mal Go. Und ihr werdet schon sehen, was passiert. Ich lasse einfach mal den Jeep fallen als erstes. Dann werdet ihr sehen, was am Ende von dem Auto übrig bleiben kann. Hallo, die nur. Noch Konstanz. Ich kann jetzt nichts mehr beeinflussen, eigentlich. Götter, ich gebe nur Gas ein bisschen. Natürlich bin ich schnell genug. Na, er fällt runter. Er fällt immer bis ganz runter. Ich will aber suchen, noch mal Auto. Von denen ist auch nicht mehr viel da. Ja, vom Insassen wäre nicht mehr viel übrig, aber er ist ja Gott sei Dank. Der Eisfilter da unten ist nicht erschrecken. Ja, das Geräusch könnte öfter hören. Ach, ich habe ein blaues Teil auch in mir drin. Gebackt. Wir wechseln einfach mal die Karre. Einfach mal so aus Spaß. Was darf ich denn hier nehmen? Zum Beispiel die H-Serie, die würde mich doch schon interessieren. Ich kann nicht haben. Dann wechsle ich trotzdem schnell. Ist ja eigentlich dasselbe. Hatte. Was ist denn damit? Tatsächlich. Na gut, ich kann eine Rampe runterrutschen lassen. Hier rutscht tatsächlich dann auch alles runter. Wie zum Beispiel unser. Ne? Eine Barriere. Das ist nicht so spannend, ehrlich gesagt. Am allerspannendsten wäre natürlich er hier. Nein, der auch nicht. Wo haben wir denn? Das war doch H-Serie. Ich bin doch nicht doof. Und, ey, das ist aber doch so interessant. Oh ne, das gehört ja in einen. Dann beobachten wir trotzdem mal die Physik. Boah, da bin ich ganz schlecht. Ja, Neustart. Na gut, sind zusammengeklebt, davon auch nicht vergessen. Oh ne, das kann ich unmöglich laufen lassen. Corvette. Moonhawk, was ist das denn? Und den muss ich mal resetten. Schönes Auto. Was ich jetzt zerlegen werde. Ich kann mit C auch noch die Perspektive wechseln, aber das ist nicht wirklich schön, so einen Berg runterzufahren. Hi. Bisschen schnell. Auf die Radkappe vor uns weg. Oh, den wollte ich gerade haben. Der steht hier ganz heile unten. Ziemlich witzig, das ist die H-Serie. Genau, deswegen steht er da unten. Dann mache ich nochmal okay. Jetzt habe ich was völlig anderes. Ja, seht das. I. I.
Oh nein, jetzt komme ich nicht mehr auf den Berg. Macht nichts, ich fange einfach von vorne an. Die Minute nehme ich mir jetzt. Weil das ist einfach spannend. Man will einmal die Hase hier runterfallen sehen. Das interessiert mich gerade. So. Okay. Ja, aber das ist doch die Hase hier. Serie ist nämlich hinter uns jetzt. Da kommt sie. Oh, Erz. Zum Abbauen. Kann man schon noch Erz abbauen? Oh, die bleiben hängen. Naja, von deinem Auto bleibt nicht viel übrig. Das wollte ich euch eigentlich nur zeigen. Und sag einfach mal, ja, wenn ihr mehr sehen wollt von dem Spiel, warte ich natürlich nur auf ein Update. Oder ihr habt einen speziellen Wunsch, dann führe ich den natürlich aus. Wir sehen uns dann im nächsten Video von irgendwas, was ich auch wieder für einen Unfug finde, und hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß dabei. Das lasse ich mal ausrollen. Unsere anderen sind hängen geblieben in diesem lustigen Gebirge. Dann sage ich einfach mal